Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist der dritte Part des Angespielt von Witcher 1. Ich wollte gerade sagen, der dritte Part von Witcher, aber das wäre ja noch nicht so weit. Da müssen wir uns ja noch ein Jahr gedulden. Also ich glaube, die ersten beiden Parts kamen bei euch ganz gut an und mich generell interessiert das Spiel so oder so, da ich soeben noch das zweite Kurzgeschichtenbuch zum Hexer von Andrei Sapkowski zu Ende gelesen habe und ich habe mir ungelogen direkt den dritten Band hinterher bestellt. Der dritte Band ist dann kein Kurzgeschichtenbuch, aber ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen, okay? So, an der Stelle müssten wir eigentlich auch aufgehört haben. Wir gehen mal einmal kurz zusammen in die Optionen. Ich habe Folgendes gemacht, ich glaube, das mache ich noch ein bisschen mehr. Und zwar, ich gehe hier mit der Musiklautstärke, mit der Kampfmusiklautstärke. Und vielleicht auch mal hier mit den Effekten auch ein bisschen runter. Ja. Was denn? FAX? So, dann müssten wir die Dialoge besser hören und ihr hört meine Stimme vermutlich auch besser. Ich hoffe mal, das Lautstärkeverhältnis passt so. Nee, speichern können wir nicht. Weiterspielen, okay. Ah doch, Einstellung gespeichert, so. Ja, das X. Ah ne, das ist auch noch so einer. Müssen wir nochmal hier. So, jetzt pausiere ich das mal eben lieber. Zwischendurch, also ihr könnt auch mit X und Y diese beiden Kampfstile durchschalten. Hier Katze oder Wolf. Das war mir aber gerade ein bisschen zu hektisch, muss ich gestehen. So. Weiter geht's. Oh, mit Ausweichen! Läuft doch. Was haben wir da unten? Da oben hatten, nicht mit mir. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Ja, einfach war das. Viel zu einfach für mich. Oder es läuft richtig gut. Also ich meine, das Kampfsystem ist natürlich auch relativ simpel. Ja. Aber mir geht es ja hauptsächlich um die Geschichte. Ich würde halt gerne wissen, was mit den ganzen Charakteren hier passiert. Ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, was man in so einem Gruppenkampf zum Beispiel macht. Also wenn jetzt mehrere Gegner da sind, ob man sich auf einen konzentrieren soll oder... Jetzt habe ich wieder vorbeigeklickt. Oh, jetzt aber. Nein, werde ich nicht. Oh, doch. Yeah, Quest aktualisiert. So, Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Tipp, drücke Alt, um alle benutzbaren Gegenstände in eurer Nähe zu markieren, okay. Okay, die Winde. Ah, da wollen wir also hin. Wie steckt man nochmal Waffe weg? So. Und die Heuschrecke bleibt draußen. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze... Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon.
Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Okay. Öffnet das Inventar durch Linksklick auf Ranzensymbol oder durch Druck auf I, um Zugang zu den Gegenständen zu erhalten. Okay, dann mach ich das mal. Nee, ist okay. So, wo sind die jetzt da? Erhöht den Schaden zum Benutzen Rechtsklick. Bewegt den Cursor über die ein... Also ich finde, die Musik ist immer noch unheimlich laut, oder? Bewegt den Cursor über ein Effektsymbol um Informationen, okay? Achso, muss ich Pause drücken natürlich, sonst geht das natürlich nicht. Oh, jetzt geht die Musik mal aus. Das ist ja besser zum Erzählen hier. Donner, zugefügter Schaden um 100% erhöht. Ausweicheffizienz um 50% reduziert. Parieren, reduziert. Restliche Zeit, okay. 8 Stunden hält der Trank an. Also ich finde es generell, der Einstieg ins Spiel ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Jetzt nicht von der Steuerung, sondern dass man eigentlich relativ wenig erfährt. Das erste Intro total genial, aber es hilft eigentlich, wenn man hier mal so ein oder zwei Kurzgeschichtenbücher vom Hexer gelesen hat, die wirklich sich so locker flockig lesen, sage ich jetzt mal. Das ist keine allzu schwierige Fantasy-Literatur. Ja, ich finde die Einleitung ein bisschen vage. Also jetzt lernen wir die Tränke wieder kennen, obwohl er im Intro ja eigentlich auch schon einen Trank genommen hat. Ja, das Hexersymbol fehlt um seinen Hals, wo ist das? Also das, finde ich, hätte man eventuell ein ganz klein bisschen anders ins Spiel integrieren können. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Hütet euch vor dem Professor. Er soll ein Profi sein und 17 Leben ausgelöscht haben. In Ordnung. Verzeiht, ich weiß, ihr habt bereits gegen Banditen und Magier gekämpft. Denkt an eure Tränke. Ja, ich habe schon einen genommen. Der hatte ja ein übles Gesicht, oder? So, gehen wir erstmal. Ach, guck mal hier, Triss hat ein Zauberlicht vor sich rumfliegen. Oh, Entschuldigung. Worauf sollte ich bei dem Magier gefasst sein? Schwer zu sagen. Ich kenne weder ihn noch seine Fähigkeiten. Und mir gefällt das hier überhaupt nicht. Was meint ihr? Jemand mit Macht, gut verborgen, hat Savola geholfen. Anderenfalls hätte ich seine Verteidigung im unteren Innenhof durchbrochen. Könnte es der Magier sein, den wir gesehen haben? Unwahrscheinlich. Geralt, bitte fordert ihn nicht heraus. Wir werden sehen. Also ich meine, die Charaktere sind natürlich gegenüber dem zweiten Teil noch mega steif, oder? Aber naja, lassen wir das mal. Wollen wir noch mit Vesemir hier reden, oder was? Also, was bewirken diese Tränke? Donner ist ein Kampftrank. Euer Körper spannt sich an, Adrenalin wird freigesetzt. Gibt es Nebenwirkungen? Die Verteidigung leidet. Und man bekommt einen Kater. Schwalbe ist ein Heiltrank. Danke. Fertig, Geralt? Logo! Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. So, dann wollen wir reingehen, oder? Zitadelleneingang. Kaer Morhen. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Okay. Neuer Eintrag im Tagebuch. Drücke im UDS-Modus. Was war denn der UDS-Modus? Eine Richtungstaste zweimal, um Feinden auszuweichen. Okay. Ja, cool gemacht, oder? Jetzt bin ich mehr mit Springen beschäftigt als mit allem anderen. Kannst du den mal hauen jetzt, Alter? Ach, ich hab diesen. Ach, jetzt sehe ich, ich hab diesen blöden Katzenstil drin. Das funktioniert überhaupt nicht. Starker Kampfstil. So. Spürt meine Hexerklinge!
Finish him. Ihr könnt einen Hexer nicht besiegen. So, kann man die eigentlich auch plündern oder sowas? Nee, ne? Aber das ging ja schon ganz gut. So, ein bisschen umsehen hier. Wo sind wir hier? Ja. Wo ist denn der Typ hin? Ist schon wieder weggelaufen oder was? Da hinten geht er. Leo, so hieß er. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechseln in diesem Stil durch Linksklick auf das Greifsymbol. Oder C. Drücken wir mal C. Ansonsten könntet ihr das hier oben auswählen. Hier. Greifsymbol. Okay? Ich glaube, okay. Jetzt schlag mit zu. Anlegen sollen. Es läuft. Ich glaube, oder? Richtig gut. Kann man hier noch irgendwas durchsuchen? Nee. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Okay, rauf ins Hexerlabor. Oder hinab. Hinab ins Hexerlabor. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, das mit den Zeichen, er kann halt beim Zaubern, naja, er ist halt ein Hexer, er kann halt ansatzweise zaubern, er kann so Zeichen wirken, Igni Art und so, das macht unterschiedliche Effekte. Ich finde, das kommt ja auch relativ kurz rüber, warum das so ist, beziehungsweise kommt mir das gerade so vor und vor allen Dingen, er ist ja eigentlich ein Hexer, wo ist das geblieben, wo ist der Zusammenhalt, das verstehe ich jetzt im Spiel gerade nicht so sehr, aber lass uns aber einfach so darauf ein. Neue Region wird betreten. Die Gruft. Linksklick auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu lernen. Tipp, schaut euch später im Spiel nach anderen Elementarkreisen um, um neue Mächte zu lernen, okay? Das ist also ein Elementarkreis hier, ja? Okay. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Das A-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzustoßen. Okay, müssen wir auch unten vermutlich auswählen, oder? Hier? Oder ist das jetzt? Das ist so oder so ausgewählt, weil ich nur eins habe im Moment, ne? Ich glaube, die Zeichen wirke ich mit rechts und Schwertkampf mit links, wenn ich mich da jetzt nicht versehen habe. Achtung, das probiere ich jetzt. Yeah! Es läuft. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold.
Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. So, meine lieben Gameplay-Freunde, bevor es weitergeht mit dem Hexer, jetzt die entscheidende Frage am Ende des Let's Plays für euch. Was soll ich machen? Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss, die natürlich auch auf jeden Fall den besseren Ausschnitt hat als die anderen hier. Oder ich kümmere mich mit Wesemir um den Furchtbringer. Also wir killen unser erstes Monster. So, was wäre jetzt eure Wahl für den nächsten Part des Angespiels? Also insofern ihr überhaupt noch einen Part sehen wollt. Ich werde das für mich vermutlich eh spielen, weil ich ganz einfach Bock habe, die Geschichte vom Hexer hier zu sehen. Wie gesagt, das dritte Buch für mich vom Hexer, von der Saga ist gerade unterwegs. Das heißt irgendwas mit... die Elfen, ich weiß nicht mehr, es ist schon unterwegs, Amazon hat schon verschickt und so, ich sag euch beim nächsten Mal, wie es heißt und so, wenn es bei mir auf dem Tisch liegt. Ich sage an der Stelle ganz einfach, recht herzlichen Dank für euer Interesse, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.